Bad words gon' never hurt me. Hurt me no more. Sticks and stones gon' break my bones. Bad words gon' never hurt me no. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Heute war es ein bisschen so, dass ich so dachte, ich weiß nicht, ob ich heute filme oder ob ich ein Freitagsvideo ausfallen lasse. Und irgendwie, weil die Sonne scheint total und mich zieht es voll in den Wald. Das hilft mir richtig viel im Moment. Dadurch geht es mir total gut. Und mir geht es auch gut. Mir geht's gut. Ich will mich hier auch nochmal bedanken für eure ganzen Nachrichten und dass ihr es mir nicht übel nehmt, sondern sogar im Gegenteil, dass ihr sagt, solche Videos sind einfach authentisch und wie sitze ich überhaupt? Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, wir machen das jetzt so, das eine hebt das andere ja nicht auf. Ich wollte eigentlich lieber in den Wald als filmen, deswegen filme ich gleich im Wald einfach. Also ich zeige euch jetzt mal, weil mein Dörr-Apparat ist angekommen. Das zeige ich euch jetzt mal, wie ich das gemacht habe, wie es vorher und wie es nachher aussah und wie das ganze Ding funktioniert. Und dann zeige ich euch noch, was ich koche. Und dann nehme ich euch mit. Ja, viel Spaß bei diesem Video. So sieht das jetzt hier aus. Man kann es fast gar nicht mehr sehen, weil das so kleine Würmer jetzt hier sind. So. Und es steht auch extra in der Anleitung von dieser Dörte, dass man sich am besten aufschreiben soll, wie lang man was gedörrt hat, so zu seiner Zufriedenheit, weil diese Pilze, die sollen ja richtig trocken und so brüchig sein. Wenn man jetzt zum Beispiel so Apfelringe macht, dann will man die vielleicht so weich noch haben oder man will so Apfelchips machen, will auch, dass die so eine Konsistenz haben. Und ich habe jetzt hier drin 3,5 Stunden bei 45 Grad gedörrt. So, und jetzt packe ich die ganzen Dinger hier ein und dann hoffen wir mal, dass wir mal die nächsten Wochen auch noch ein paar andere Pilze finden. No competition, only love, true ambition. In this restless celebration, remember the roots of iration. Celebrated, the nemesis of reason, the masters of game, lay the first strain. Fireworks light up the sky throughout all season. The truthfulness of joy is our fame. False prophets, imposter in confusion, yelling at the masses, standing below. Commercialization, sold out for illusion. Enter the. So, Hexenküche. Das sieht jetzt gar nicht mal so lecker aus und ihr wisst, ich koche immer ohne Rezept. Also beim Backen kommt es ab und zu mal vor, dass ich nach Rezept mache. Das sieht jetzt nicht so lecker aus, aber das ist richtig lecker und richtig gesund. Also das sind zwei verschiedene Arten Nudeln. Die habe ich einmal gekocht mit Karottenscheiben zusammen im Salzwasser gekocht. Das sind einmal Linsennudeln und einmal normale. Und dann habe ich in meinem kleinen Häcksler, in diesem Zwiebelschneider, wo ich immer alles so richtig klein häcksel, Zucchini, Frühlingszwiebel und nochmal zwei Karotten ganz klein gehäckselt, in Öl in der Pfanne angebraten und mit Gewürzen und Sahne abgelöscht. Das sieht dann aus wie so eine Art Pesto-Sahnesoße und das dann vermischt. Und das ist richtig, richtig lecker. Das hier ist der steht hier gerade zum Trocknen, also der ist von Tefal und dann zieht man hier an so einem Band. Also das heißt Zwiebelschneider, ich verlinke euch den nochmal in der Infobox, ich glaube der kostet unter 10 Euro und ich benutze den fast jeden Tag. Das ist so geil und ich liebe das halt auch, dass der ohne Strom funktioniert, ne? So, tschüss. Diese Box hier haben wir jetzt am Tisch stehen. Mal hier die
Kerze weg. Die habe ich bei DM mitgenommen. Ich versuche auf solche Sachen eigentlich wie Zewa und sowas immer ein bisschen mehr zu verzichten. Und hier bin ich jetzt schwach geworden. Das ist aus 100% recyceltem Altpapier, also das geht noch. Und ich finde die Box erstens richtig schön und das sind so größere Tücher, das ist so wie Zellstoff. Und ich meine, jede Mutter kennt das, man sitzt so beim Essen und es kippt immer irgendwas um. Ich habe jetzt hier schon gedeckt für nachher. Es kippt immer irgendwas um oder jemand muss dann doch Nase putzen und dass man nicht ständig aufstehen muss, haben wir jetzt hier so eine Box für den Notfall stehen, wo die Kinder auch selber was dann rausziehen können. Total krass, ich habe mein altes Märchenbuch rausgeholt, weil wir eine Geschichte gesucht haben, von der meine Tochter so aus dem Kindergarten geschwärmt hat. Und wir haben einfach vergessen, dass wir irgendwie, ich glaube, es war letztes Jahr im Frühling, da haben wir Blüten gepresst und jetzt haben wir das hier gefunden. Richtig schön. Damit basteln wir uns was Schönes. So. Jetzt bin ich erstmal fertig hier. Ich versuche im Moment auch wirklich mich so auf das Geringste so zu reduzieren und zu gucken, dass es mir halt auch gut geht und dass ich ganz viel meine Familie sehe und dass ich mich jetzt nicht irgendwie, jetzt habe ich auch schon wieder gedacht, könntest du mal wieder Fenster putzen. Kann man aber auch lassen. Anstatt in den Wald zu gehen so, aber das ist, man muss dann einfach auch manchmal Prioritäten setzen. Dann kommt mal mit, wir gehen. Hi. Ja, die Sonne scheint und wir haben minus 2 Grad. Läuft bei mir. Ich habe jetzt, wie gesagt, das Nötigste zu Hause gemacht, aufgeräumt und gekocht und die Küche gemacht und so. Und noch ein paar bisschen Papierkram gemacht. Und dann war halt so offen, machst ein Video für Freitag oder lässt es dieses Mal weg. Also ich habe auf jeden Fall immer dienstags ein Video. Außer wenn ich sage, ich mache irgendwie in den Ferien frei. Aber ja, das mit dem Freitag halte ich mir immer offen. Aber jetzt hat es irgendwie doch gepasst. Und dann habe ich mich halt danach gefühlt, in den Wald zu gehen. Und das mache ich jetzt. Aber vorher muss ich bei der Post noch was abholen und meinen Ordner zum Steuerberater bringen. Und jetzt stehe ich hier immer noch. Ich sehe aus wie so eine verrückte Oma. Ja, ich regel jetzt die zwei Sachen, hole das bei der Post. Ich habe diesen Zettel, wie man sieht, in meiner Jackentasche vergessen. Und ich hoffe, das ist überhaupt noch da. Ich habe das, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist auch lustig. Also das passt auf jeden Fall zu mir im Moment. Run your puppet show. We say, Roots Music is our tool. Rebuild this broken man. We never tolerate to abuse it for fun. It is a political tool. Don't play no fool. You know that life is a school. Now we say roots. We need strictly roots. We say roots. So, wie ihr seht, ich bin angekommen. Mir fällt das jetzt total schwer, gerade hier überhaupt zu reden, weil ich ja hier auch immer hingehe und auch alleine gerne hingehe. Ich bin zwar auch immer voll viel mit den Kindern im Wald, aber ja, es ist natürlich auch mega so die Ruhe, die hier so schön ist, ne? Und dass ich auch ein bisschen schneller laufen kann als ohne Kind, als mit Kindern. Und ja. Ich liebe das einfach hier. Ich habe mein Körbchen mit dabei, falls ich was finde. Aber wenn ich nichts finde, ist auch egal. Und dreht euch um. Steuerberaterordner ist weg. Das ist ein gutes Gefühl. Freue ich mich drauf. Oder drüber, wenn immer sowas abgehakt ist. Und das ist ja dann auch wieder lange Zeit. Ne? Und dann wieder alles gut. Und jetzt bin ich zwar gerade auf dem Weg. So, es ist super kalt, aber mega schön sonnig und ich gehe meistens dann abseits der Wege und gehe einfach irgendwo rein und gucke, wo ich dann so lande. Hier ist zum Beispiel schon was.
Aber das möchte ich nicht essen. Falls einer von euch das gern möchte, schreibt mir ruhig, dann bringe ich es euch mit. Dadurch, dass das alles gefroren ist, sieht es nochmal viel, viel schöner aus. Aber trotzdem freue ich mich mega auf den Frühling. Und hier, die Blätter sind auch alle gefroren. Ich brauche die besten Waldschuhe an. Habe ich gar nicht dran gedacht. Josie allein im Wald. Hier hinter ist aber auch direkt der Weg und ich sehe überall da hinten so Leute, sonst hätte ich echt ein bisschen Schiss. Ich merke so langsam, wie es mir auf jeden Fall immer besser geht und ich habe auf jeden Fall vor, nächste Woche für euch das Schulvideo zu filmen. Also was habe ich jetzt dieses Jahr besorgt für meine Tochter, was die an Erstausstattung, sagt man da auch, Erstausstattung für die Schule bekommt, was für ein Ranzen, was für eine Brotdose, Trinkflasche, was sind so Sachen, die hätte ich letztes Jahr besser anders gekauft, was kaufe ich nochmal, wo kann man sich verbessern, ist ja jetzt direkt 2 Jahre hintereinander und das hoffe ich, dass ich das nächste Woche hinbekomme. Und jetzt gehe ich hier noch ein kleines bisschen spazieren, dann muss ich aber auch schon, weil ich muss ja auch die anderen dann vom Kindergarten und von der Schule abholen. Also das ist halt so das Zeichen hier, ne? Die Geräusche und jetzt mit der Sonne. Aber ich habe das auch so den ganzen Winter, auch wenn es bewölkt war, so immer gemacht. Ich kriege so richtig den Kopf frei und ich merke es daran, dass ich nicht auf mein Handy gucke. Ich vergesse die Zeit und ich hoffe, ihr habt mich jetzt überhaupt gehört, weil ich war so weit weg. Dass ich meine Augen fast gar nicht richtig aufkriege. Also mir fällt es richtig schwer, überhaupt was zu sehen. So ein richtiger Spaziergang für eine Sonnenbrille, aber dann sehe ich nicht so gut. Hier ist was, was nur nicht mehr so schön aussieht. Jetzt
muss ich mit diesem Mantel, ich bin auch überhaupt nicht richtig für den Wald angezogen, klettern. Einmal kurz fällt mir gerade was ein zum Thema Pilze sammeln, weil ich jetzt auch gerade irgendeinen abgemacht habe, den ich gar nicht kenne, weil ich mir den genauer angucken will, auch wie der aussieht, wenn der aufgetaut ist. Also man sagt, ich höre immer wieder, dass Erwachsene sagen, fass den Pilz nicht an, besonders zu Kindern, ne? Ich sag euch nur, wie ich es mache. Das muss ja kein anderer auch so machen oder hinterher passiert was und dann bin ich schuld. Es gibt keine Pilze, die durch Anfassen irgendwie giftig sind. Außer man hat irgendwie eine riesen Wunde, wo dann das Gift eintreten könnte. Auch, sagen wir mal, wenn man jetzt einen Fliegenpilz oder einen noch giftigeren Pilz anfasst und da ist jetzt nicht gerade ein Stück dran und man leckt den Finger ab, dann passiert eigentlich auch nichts. Also meine Kinder lieben das, mit mir rauszugehen und Pilze zu sammeln. Und ich lasse die auch anfassen und draufhauen und, also nicht kaputt schlagen, sondern so zu machen bei einem Pilz. Macht voll Spaß. Müsst ihr auch machen. Eins meiner Hobbys, Pilze schlagen. Also für alle, die da auch Bock drauf haben, vielleicht auch irgendwie ab nächsten Sommer, Herbst oder so, das kann man mit Kindern wirklich super machen. Und das ganze Ding ist, solange man die nicht roh im Wald verzehrt und sich gut auskennt, also das Sammeln an sich, das Anfassen, macht super Spaß und ist auch wirklich nicht gefährlich. Es gibt auch sogenannte Pilzberatungsstellen, da könnt ihr die Pilze hinbringen und die euch bestimmen lassen. Und da sitzen Leute, die machen das, soweit ich weiß, ehrenamtlich oder auf jeden Fall müsst ihr da, glaube ich, nichts für bezahlen, ich weiß das gar nicht. Die sind wahrscheinlich froh, wenn man die nicht einfach isst. Es ist dann so, mein Arm wird voll schwer wegen der Kamera. Ich habe keine Kondition mehr. Dann solltet ihr die Pilze ganz rausdrehen, sodass unten auch das ganze Stück dabei ist. Und dann könnt ihr da hingehen, müsst ihr mal googeln, wo eins in eurer Nähe ist. Und dann bestimmen die euch die und dann sagen die, ob die das auch wirklich sind. Aber dieses Buch, was ich euch empfohlen habe, das setzt ihr euch nochmal in die Infobox. Genauso auch wie den Dörrautomat, meine Dörte. Und dieses Buch ist eigentlich echt mega für diese Zwecke, die ich hier mache. Aber heute war ich nicht fündig und ist so egal. Es macht trotzdem einfach so Spaß und macht so den Kopf frei. Hier habe ich wieder was Cooles gefunden. Das sieht einfach so krass aus. Habt ihr einer von euch Last of Us gesehen oder angefangen? Also dieser Baum ist definitiv davon befallen. Die Serie Last of Us macht es nicht. Also dadurch wird das Pilzesammeln noch ein bisschen gruseliger auf jeden Fall. Und das ist total krass, weil ich dann auch immer so abseits der Wege laufe. Und ich muss schon sagen, manchmal habe ich auch ein bisschen Schiss. Aber mich zieht das immer weiter so raus. Ne? Und dann, oh, da hinten ist noch so ein umgefallener Baum und da hinten sieht es schön aus. Und dann zieht es mich immer weiter rein. Ich meine, man hat ja auch heutzutage Handys und es ist hell. Und hier laufen auf den Wegen rundherum auch Spaziergänger, die mich hören würden, wenn irgendwas wäre. Aber ich muss schon zugeben, manchmal habe ich auch ein bisschen Schiss. Aber ich liebe das einfach so krass, was ich hier jetzt gefunden habe. Was so ein riesen zerstörter Baum und das ist natürlich auch für Winterpilze ideal. Ist aber trotzdem nichts. Heute habe ich noch nichts Tolles gefunden. Ich habe mir einen habe ich mir jetzt hier mal mitgenommen, weil ich mir nicht sicher bin, was das für einer ist. Und den hätte ich auch jetzt so nicht mitgenommen, weil der ist total zerfressen und auch nur einer. Und normalerweise, wenn man den bestimmen möchte, dann sollte man den auch ganz abmachen. Aber der ist jetzt abgebrochen, weil der gefroren ist. Und da möchte ich mal gucken, was das für einer ist. Und hier sieht es so cool aus, aber auch gruselig. Das ist auch so witzig. Ich nehme mir vor, jetzt gehe ich nach Hause und dann sehe ich da hinten noch was blitzen und da noch was blitzen. Dann gehe ich doch noch mal abseits und da noch mal lang und hier noch mal lang. Das ist echt, ja, wie verhext. So, ihr Zuckerrüben, frag ich immer zu den Kindern. fertig. Jetzt habe ich so einen komischen Schatten im Gesicht. Nicht davon. Mir geht's jetzt, also mir ging's heute Morgen auch nicht schlecht, aber mir geht's jetzt so gut. Meine Lunge ist richtig kalt. Ich war ein bisschen außer Atem. Müsste was ja auch so ein bisschen Sport machen, da so Offroad durch die Wälder zu laufen.
Und das war jetzt noch nicht mal eine Stunde, glaube ich. Und das hat so gut getan und das kann man sich mal zwischendurch einräumen. Ich mache das jetzt nicht jeden Tag, ne? Ich mache es auch nur einmal die Woche, alle zwei Wochen vielleicht. Und jetzt fahre ich die Kinder holen und dann machen wir Mittagessen. Und dann haben wir heute einen freien Nachmittag und ich bin gespannt, was uns so einfällt. Also bei dem Wetter will ich auf jeden Fall wieder raus. Mal gucken, was wir so machen. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns hoffentlich gesund und munter nächste Woche bei einem neuen Video wieder. Ciao! Stopp, stopp, stopp. Nochmal dranbleiben für alle, die wissen wollten, was ich hier mitgenommen habe oder es vielleicht auch schon wissen. Jetzt, wo der so aufgetaut ist, wäre ich auch selbst drauf gekommen, dass der zumindest mal ungenießbar ist, weil der hat eine Konsistenz, also ganz komisch, ganz fest, so wie Leder fast oder so. Das ist ein Winterporling. Der hat, wenn man da ganz genau hinguckt, das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht hier auf meiner Kamera, so Poren hier so drunter. Man sieht hier gar nichts, war jetzt noch nicht mal fixiert. Ne? Hier sind so ganz viele kleine Löcher drin, so Poren. Und der ist ungenießbar und hat eine sehr zähe Konsistenz. So, jetzt habe ich den hier zu Hause. Sorry. Jetzt aber tschüss.